Komm. So, darf ich euch jetzt vorstellen? Sabine Müller, die Panzerfaust aus Thüringen. Die ist diejenige. Ihr seht, sie hat ihren eigenen Fanclub. Das ist diejenige, die uns immer hier zur Ordnung ruft. Das ist unsere Ordnungsbeamte. So, jetzt mach dir mal Luft. Du bist ja nicht nur Ordnungsbeamte. Ich wollte mich erstmal bei allen bedanken, die da sind, dass ihr uns gut unterstützt. Und natürlich auch bei den Familien, die das Ganze möglich machen, die natürlich zu Hause sind und die Höfe am Laufen halten. Ja, da bist du hier. Erzähl doch mal deine Probleme. Lass uns das Wolf kommen. Ja, genau. Der zweite Wolf hat sich jetzt in Thüringen mit angesiedelt. Ja, das ist eigentlich mein großes Problem. Alf hat es ja schon erzählt, sein Betrieb ist fast kaputt gegangen dabei. Wir haben auch Schafe, Rinder, Mutterkühe. Wir machen das als extensiv. Also das bedeutet, dass wir alle Tiere auf der Weide haben. Das wisst ihr ja selber. Ja, und jetzt habe ich halt das große Problem, dass wir auch im Wolfsgebiet sind in Thüringen, weil Thüringen als Wolfsgebiet ausgerufen wurde und aber vom Land und vom Bund in der Richtung noch nichts gemacht wurde für die Weidetierhaltung. Das ist ein Thema, das sollte man aber für den LSV aufgreifen. LSV hat eine Weidetiergruppe, ich war mal drin. Sie ist sehr müde, ich bin dann wieder raus. Ich habe aber auch nichts drin gebracht, muss ich dazu sagen. Ich bin in Thüringen sehr hinterher und habe mich da sehr mit beschäftigt. Aber wir brauchen ganz dringend auch zum Thema Wolf zum Beispiel unbedingt eine Arbeitsgruppe, die den Weidetierhaltern das weiter ermöglicht. Für die Schafe gibt es Prävention, das ist alles okay. Das funktioniert einigermaßen, wenn die Rudel nicht so stark sind. Aber was machen die Weidetierhalter, was machen die Rinderhalter? Wie wollen wir Koppeln Hutung sicher kriegen? Das geht nicht. Wenn die Wölfe Überhand nehmen, der Wolf geht einmal rein, steht auf der Straße, Auto fährt rein, da kannst du noch sagen, ach scheiße, nicht gewusst. Stellt ihr eure Kühe wieder auf die Koppel drauf. Und das sind alles so Sachen, die da drinnen entschieden werden, in solchen Häusern entschieden werden und die uns allen auf die Füße fallen. Stellt ihr eure Kühe wieder auf die Koppel, der Wolf kommt, die Kühe stehen auf der Straße, dann ist es Vorsatz. Das heißt, wir brauchen auch gesetzliche Grundlagen, dass diese ganzen Präventionsmaßnahmen, dass die Folgekosten, wie die Aufstellungsgebühren, wenn ich nicht mehr die Herde auf die Koppel stellen kann, das sind alles Sachen, die müssen geklärt werden. Und für sowas sind eben Sachen wie der LSV da. Und dort müssen sich viele, viele Leute ordentlich engagieren.